Also es gibt in DSCRIPT zurzeit drei Präsentationsformate. Das, was bei Sebastian hat, das Ganze zur Präsentation genutzt oder als Slides. Es gibt noch die Präsentation und dann dieses normale Textbuchformat. Ich kann es mal ganz kurz vorführen. Die Dokumentation ist zum Beispiel so geschrieben. Wenn ich auf die erste Seite gehe, hier habe ich dieses Textbuchformat, also eine ganze Menge Text. Mit Bildern, also Lückenfüllertext, dem sind irgendwelche Sachen erklärt. Hier diese Aufzählungsliste, was LeaScript ist. Aber im Grunde kann man sich das so vorstellen, dass, wenn ich jetzt eine Präsentation gebe, ich mache mal ein Slide, dann kann dieser Text auch, was ich erzähle, meistens ja bei einer Präsentation Bullet Point 1, Bild 1 irgendwie, bla 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 bla, ich erzähle den Text runter, versuche da sowas zu erklären. Gehe dann zum nächsten über, dann erzähle ich halt was anderes in dem Sinne, aber das Ganze kann man auch automatisieren, so war unsere Idee. Hier ist die Textausgabe ausgeschaltet, also normale Präsentationen wären dann so. Diese Kommentare tauchen einfach nicht auf, wir machen das gleich im Dokument. Im Buch erscheinen sie direkt an der Stelle, wo ihr sie eintippt und im Slide-Mode, dann seht ihr die ganzen Sachen noch. Und wenn ich jetzt hier den Ton einschalte. There are a couple of problems that we currently see in the creation of open educational resources. One of them, with LeaScript, we tried to implement an extended markdown format that should enable everyone to. Also das ist die Idee. Also die Sprache wird hier automatisch im Browser generiert. Ich habe jetzt hier bloß auf der Soundausgabe dieses kleine Rauschen. Das ist jetzt von mir, von der Hardware, ein Problem. Das ist nicht von der Sprachausgabe, das ist im Browser. Da gibt es unterschiedliche Browser, haben natürlich unterschiedliche Sprachausgaben, sodass ihr die Möglichkeit habt, hier noch Prefer Browser TTS oder, falls der Browser, das wird erkannt, das nicht angibt, dann wird diese mit Responsive Voice in der nicht kommerziellen Version, dann kann es manchmal lange, ein bisschen länger dauern, dass man auf die Textausgabe warten muss, die wird dann zwar gecached, aber ich würde sagen, immer mit Google Chrome, die haben eine ziemlich gute Sprachausgabe. Wenn man die interne benutzt, dann ist man immer auf der sicheren Seite. Eine Sache, die auch möglich ist, also wir haben jetzt hier für dieses Kursdokument oder für die Dokumentation, die ist auf Englisch geschrieben, Englisch gehalten, ist auf GitHub auch Englisch gehostet, aber wir können natürlich auch vorgeben, was und wie übersetzt werden soll. Das heißt, es gibt zum Beispiel die, entweder ihr gebt selber eigene Übersetzungen vor. Das heißt, hier habe ich das Dokument, den Kurs noch auf Englisch, auf Spanisch oder anderen. Oder ihr nutzt diese experimentelle mit Google Translate. Das heißt, Google Translate, wenn ihr darauf klickt, wird nur dann injiziert bei euch praktisch in den Code. Vorher weiß Google nichts von den Inhalten. Und wir können dann zum Beispiel auch auf den Kurs uns in Deutsch anschauen. Das Ganze wird übersetzt, die Kommentare übersetzt. Und wenn ich alles, natürlich kriege ich auch mit, ach, da gab es eine Sprachübersetzung. Mit LeaScript haben wir versucht, eine Erweiterung zu implementieren, Abschlag. So, da kann man sich vorstellen, es wird erkannt, ach, das ist jetzt eine DE, eine deutsche Sprache. Das heißt, kriege ich hier irgendwo eine deutsche Sprache ran, eine deutsche Stimme. Und dann lese ich die Texte, die von Google jetzt ins Deutsche übersetzt werden, auch auf Deutsch vor. Also kann ich dann mir meinen ursprünglich deutschen Kurs dann auch auf Englisch oder in einer anderen Sprache dann zu Genüge, also zum, ja, nutzen. Was so, ja, wenn man so ein paar Sprachprobleme hat, ist das ziemlich praktisch. Und man kann durch diese HTML-Kommentare, wie ich die am Anfang gezeigt habe, aber auch sagen mit No Translate, indem man das eintippt, Google, du darfst diesen Block nicht oder dieses Wort tatsächlich nicht übersetzen. Und so kann man das auch praktisch steuern, die ganze Sache. Das heißt, wenn ich einen Spanischkurs mache, der ist aber auf Deutsch, dann wird alles, was Deutsch ist, nach Englisch vielleicht übersetzt oder nach Griechisch. Aber die spanischen Inhalte bleiben. Also kann man sich vorstellen, so kann man so ein bisschen mehr mit Sprachen so interagieren, ohne dass man das selber machen muss, sondern genau. Kann ich noch kurz ergänzen dazu, diese multimodale Darstellung ist nicht vorgegeben. Einfach wir tun jeden, aber dieser multimodale Darstellung möchte man aber auch Wissen nicht ausnehmen, sondern eher in den Textbuchmodus verschieben.
Also, die These haben wir schon immer so gemacht, jetzt nicht nur bei den Lehrern. Da gibt es diese, was Animationen betrifft, da haben wir so eine eigene Syntax, aber ich mache das mal bloß 4 nach vorne und das hat immer mit so doppelt geschweiften Klammern zu tun. Das heißt, im einfachsten Fall, ich möchte bloß, dass dieser Text zum Beispiel vorgelesen wird. Wir kochen heute eine Buchstabensuppe. Wenn ich das speichere, habe ich hier bloß einen Play-Button eingefügt. Das klingt jetzt Englisch, weil per Default, wir haben noch keine Sachen angegeben. Das heißt, wenn wir Metainformationen, zum Beispiel in welcher Sprache ist der Kurs, welche Stimme soll als Default verwendet werden, das ist noch nicht vorgegeben. Man sieht hier Table of Contents, sagt er hier, macht da keine Vorschau, Settings. Da können wir hier auch einen globalen HTML-Kommentar voransetzen. Da kann ich zum Beispiel sowas definieren wie language.de. Das heißt, wir sind jetzt hier bei Inhaltsverzeichnis. Einstellungen. Ich gebe es euch gleich. Und dann gibt es den Narrator. Das ist leider Deutsch. Female. Warum auch immer. Und das wäre jetzt diese Standardsprache, oder die man ergibt. Also kann man dann, wir haben die von Responsive Voice übernommen, da gibt es circa 70, 80 verschiedene Stimmen irgendwie zu, ich glaube zwei oder manchmal nur eine. Da muss man dann gucken, was man bevorzugt. Also das wäre dann eine Möglichkeit. Ich kopiere euch das mal rein ins... Also HTML-Kommentar, language.de, Narrator, Deutsch, Female. Das ist die Stimme, die wir verwenden wollen. Abhängig, wenn ihr einen anderen Browser habt oder sowas, da kann die Qualität oder die Stimme dann auch abweichen. Oder sowas, je nachdem. Also bei Linux ist das immer schwierig. Und hier könnte man noch sowas wie Autor definieren. André Dietrich, Semikolon, Sebastian Zug. Das taucht dann auf in den Autoren da unten als Metainformation. Wir können dann noch zusätzliche Comment hier Skript Buchstaben. Vorgeben, das taucht dann alles hier so leicht auf. Also gibt da noch mehr Meta-Informationen, die ihr dann vergeben könnt. Sowas wie welche Icons oder Logos dann noch verwendet werden, dass ihr hier euer eigenes Universitätslogo dann einbettet etc. Aber wenn wir jetzt hier nochmal das Ganze auf. Wir kochen heute eine Buchstaben. Dann ist es schon die deutsche Stimme, die jetzt per Default verwendet wird. Und jetzt müssen wir das Ganze noch irgendwie arrangieren. Das heißt meistens wie ihr das aus PowerPoint kennt, dann hat man, wenn man Animationen reinsetzt, ganz viele Nummern und Zahlen, die da dastehen. Und wir haben das Ganze einfach übernommen. Das heißt, das hätte ich schon, können wir jetzt nochmal vorbereiten. Hier hatte ich ein paar Bilder generiert. Das mache ich mal so. Das heißt, dieses Bild möchte ich gerne, dass das im ersten Animationsschritt, weil es einfach nur wie ein runder Kreis irgendwie dargestellt wird, auftaucht. Bei dem zweiten Bild mache ich das Gleiche.
Also die Reihenfolge ist auch jetzt nicht wirklich, also das erste Bild könnte auch vor dem zweiten kommen oder andersrum, es geht wirklich nur um diese Nummerierung. Das heißt, hier mache ich zum Beispiel das zweite rein. Hier unten das dritte. Also wieder geschleifte Klammern 3 und zu guter Letzt haben wir dann noch das Video, das wir einfügen wollen von YouTube, das vierte. Das heißt Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen und Link. Jetzt sehen wir halt diese Bilder mit den Nummerierungen. Das heißt, wenn, das dauert ein bisschen, aber die habe ich mit KI generieren lassen, können wir dann, weil ich keine passenden Bilder gefunden habe. Aber im Grunde, das Ganze funktioniert jetzt, ist im Textbuchmodus. Das heißt, alles, was aufpoppen kann, wird auch tatsächlich dargestellt. Versteht man das? Oder? Das heißt, ist da. Ich lese das als einen Block. Das heißt, hier gibt es. Ich möchte das zum Beispiel im Präsentationsmodus verwenden. Das heißt, die Bilder sind weg. Und jetzt kann ich mich hier. Wir haben 4 Animationen, wie man das hier unten sieht, oder 4 Animationsschritte. Tatsächlich so durch dieses Bild klickern. Und so wird das Ganze aufgepoppt. Ihr könnt das auch. Ich möchte nur für die Dauer, dass das Ganze funktioniert. Also das soll bei 1 aufpoppen, bei 2 soll es verschwinden. Die zweite Animation soll mit der dritten verschwinden, die dritte mit der vierten. Das war's, das ist praktisch die Lebensdauer. Aber die vierte, da brauchen wir uns keine Gedanken zu machen. Also dann haben wir das Gleiche nachgebildet und wenn wir jetzt erstes, das zweite verschwindet, ich mach's mal ein bisschen. Und unser Video, das das Ganze abdeckt. Jetzt sind nur noch, hier seht ihr, die Texte dazwischen. Das heißt, die müssen wir noch irgendwie diesen Animationsschritten, dass die vorgelesen werden, oder da als Kommentare hinzuordnen. Und da ist einfach nur, wieder einfach nur, also wir beginnen, wie die Informatiker das beginnen, das ist jetzt der Kommentar für den nullten Schritt, das heißt beim Aufpoppen der Folie. Wir haben noch nichts gedrückt, so ist die Idee. Und danach machen wir für Animationsschritt 1 ist das der Kommentar, der soll vorgelesen werden. Erkennt man die? Ich kann es euch auch gleich nochmal als Ganzes kopieren. Da sind es einfach diese geschweiften Klammern in der Mitte der Animationsschritt und die sind einfach wie so eine Erklärung um so einen Kreis mit 2 Minuszeichen umrundet. Das Ganze machen wir noch hier daneben. Diese Einschübe mache ich einfach nur, damit das im GitHub-Dokument 4 Leerzeichen werden als Code erkannt. Das ist dann noch ein bisschen schöner gerendert, als wenn das mit dem Text drin steht tatsächlich. Das war die Nummer 1, 3, genau. Nee. Also das. Die werden das anzeigen, wenn es eingeschoben ist, dann wird das als Codesegment einfach gehighlightet. Dann hat man so praktisch so über Bullet Point 1 sieht man den. Ansonsten, wenn man das geht, auch ohne Leerzeichen. Plus dann wird daraus ein Absatz gemacht und sowas. Das sieht dann nicht so schön aus im GitHub-Dokument. Warum habt ihr es hier nicht gemacht mit den Kommentaren? So wie weil man es. Ach so, nee, weil man soll es ja trotzdem noch lesen können. Also so ist die Idee. Das soll nicht verschwinden, sondern du sollst ursprünglich dieses Dokument und die Inhalte lesen. Nee, ich meine jetzt 3-4, das willst du ja nicht lesen. Ach so, nee, ja, das ist bloß da, was heißt bloß, da war die Idee, wir erweitern das so, dass man, wenn ich jetzt die 4 erkläre, dass man auch sieht, wo Punkt 4 uns enthalten ist, also dass diese Informationen nicht verschwinden oder so. Versteht man das? Ich habe es nicht verstanden. Meine Frage war, warum ihr die geschweiften Klammern nehmt und nicht die Kommentarsyntax. Die du sonst oben verwendet hast, mit die HTML-Kommentarsyntax. Ach so, ja, ja, das war so, na, die HTML-Kommentarsyntax, die war einfach nur für, also die ist für die Erweiterung von, okay, bei Tabellen ist es natürlich besonders, aber die ist einfach nur, um CSS hinzuzufügen und das hatten wir halt als Sprachergänzung hinzugefügt, also als, naja, stilistisches, syntaktisches Mittel, das sollte auch sichtbar sein als eigenständig oder sowas, das ist Animationsschritt 1 und das ist die Erklärung dazu als Kommentar. Das
Genau. Jetzt haben wir hier nicht viel. Hier können wir noch das Ganze, also hier habe ich die, weil ich die Links nicht oder keine Bilder gefunden habe, dann habe ich einfach bloß das Rezept oder was passieren sollte als Prompt, eine KI bei Open Labs einfach reinkopiert. Und hier kann man sowas wie Fußnoten, könnt ihr auch noch definieren. Das hat so eine Syntax in eckigen Klammern. Das ist wieder Standard Markdown. Und könnt das dann auch, ich mache es hier mal beispielhaft rein. Sowas einzurufen. Ich weiß nicht mehr, welche Reihenfolge das ist. Können Sie mal kurz gucken? Ja. Nee, ist die falsche. Wir kochen heute, eine Buchstabensuppe. Genau. Und ihr könnt es auch innen drinnen verwenden. Das heißt, dass ihr so Mikroanimationen macht, wie. Ja. Wo habe ich jetzt was? Naja, jetzt sieht man nichts. Also, das wäre dann. Der, also diese Animationsschritte können auch auf die einzelnen Elemente, die dann auftauchen, können vorgehen. Wir kochen heute eine Buchstabensuppe und schneiden Sie zunächst die Zwiebeln klein, um sie dann anschließend mit dem Wasser ablöschen und während dieses beginnt, wenn das Wasser kocht, die Brühe einrühren. Die Zucchini in Würfel. Genau, also hier wäre dann praktisch die Fußnote, entweder man klickt so drauf, erhält den Link, oder wenn man sich dann als ein Textbuchformat oder ein Lehrbuchformat anschaut, ohne Sprachausgabe. Wie gesagt, die Texte sind dann dazwischen, die Fußnoten, Kommentare und unten stehen nochmal die Fußnoten abgehoben, praktisch. So viel. Also, aber das ist grob die Grundstruktur. Also ich kann auf diese Blöcke einfach mit diesen zusätzlichen Markierungen dann hinzufügen, wann die in meiner Präsentation oder als Animationsschritt tatsächlich eingeflogen werden sollen oder wieder verschwinden sollen. Und das war's. Darunter kann ein Video sein, eine Tabelle, es kann auch Code sein, Snippets oder alles Beliebige, was in Markdown halt als einziger Block geht. Also ich kann euch ja mal, wenn ihr wollt, Abschnitt, dann müsst ihr das nicht selber tippen. Man kann es entweder aufnehmen beim Exporter, da bauen wir später noch diese Möglichkeit raus, dass man auch automatisch da vielleicht ein Video draus generieren kann. Jetzt für den Edu-Teil, für Quizze und Fragen, da gab es einen schönen Blogbeitrag, Sebastian hatte das schon genannt, von University in Australien. Moment. Also das ist, wenn man googelt nach yes. AI Medium Act as a Learning Designer. Also Anesha Bakira, die hat auch noch zusätzliche Tools dazu geschrieben, wo sie ChatGPT praktisch via Skript-Syntax näher gebracht hat, sodass das Ergebnis, was man sich generiert, ich möchte jetzt kriege nicht nur einfach den Text raus, sondern ich kriege einen kompletten Kurs mit Quizzen und kann das so fein formulieren. Also ich muss jetzt nicht selber mich hinsetzen, was natürlich immer noch leicht sein sollte, aber ich kann auch diese Quizze und diese Kursinhalte in der Skript-Syntax generieren,
kopieren, anpassen und sowas machen. Und hier würde ich gerne mit euch mal nach unten gehen. Also wenn ihr auf Folie Künstliche Intelligenz geht, das hatte ich hier vergessen, also hier gibt es ein riesengroßes Prompt. Das hatte ich, ChatGPT habe ich auch versucht, via Skriptsyntax für Quizze beizubringen. Also das hier unten dargestellt. Und habe dann so einen iterativen Prozess gefahren. Das heißt, ich habe wieder versucht, wie geht ein Texteingabefeld, wie geht ein Multiple-Choice, ein Single-Choice-Quiz, in welcher Syntax steht das da? Also ist im Grunde, wenn ihr das seht, das ist eine Liste mit einer Option für Radio-Buttons. Das ist die Single-Choice-Quiz, das man da stellt. Multiple-Choice sind diese Checkboxen mit eckigen Sachen. Texteingaben sind einfach, indem ich hier Text eingebe, aber wieder, ich nehme wieder Animationen mit geschweiften Klammern, Quizze sind doppelte eckige Klammern. Das ist so die Idee bei uns dahinter. Und das kann man dann auch verschiedene Sachen. Achso, ich habe das nächste Quiz ihm beigebracht und habe dann immer gesagt, generiere mir jetzt einen Prompt, sodass du den kompletten Weg, was ich jetzt immer alles, was wir jetzt probiert haben, auch reproduzieren kannst. Und dann gibt es einen minimalen Prompt oder wie in diesem Falle also einen längeren Prompt, aus dem ihr könnt den kopieren, wenn ihr wollt. Steuerung A. Kopiere den und ich bin Fan von find.com. Ah, aber nicht aus, wenn ihr das entfaltet, dann könnt ihr schon komischerweise mit Version, ich mache es mal hier rein, Moment. Also im Firefox-Browser erlauben die oder haben Zugriff auf ChatGPT Version 4. Ansonsten aus Chrome heraus, wahrscheinlich weil es eine Konkurrenz ist, gibt es nur auf die 3er 5 Version. Also wenn ich jetzt im Firefox mein Find mit PH natürlich, find.com öffne und es lädt. Nochmal. Jetzt ist er da. Jetzt können wir hier, so eine Idee ist diesen Prompt, indem wir ChatGPT, die wir Skriptsyntax beigebracht haben, einfach, ich kopiere es nochmal. Heraus. Dann eine ganze Menge. Ich kann jetzt hier noch, da oben ist die Aufgabe. Generiere mir Quizfragen zu Buchstabensuppe in LiaScript. Ausrufezeichen. Also hier bei find.com, das greift noch auf, also A, es nutzt die 4er Version und es greift auf aktuelle Suchergebnisse zurück, dass ihr so einen aktuellen Kontext habt. So die, ja, und man braucht kein Login, also als freier Dienst. Ah ne, jetzt bin ich bei der 3er Version gelandet. Nicht gerafft. Generiere mir diese zu Buchstaben super im Skript auf Deutsch. Mal gucken. Komischerweise, gestern hat es noch funktioniert. Na gut, ich kann ja mal einen von ChatGPT nochmal. Das nächste. Genau, also hier war das Prompt praktisch eingegeben.
Die hatte mir einen Kochquiz dann generiert. Ist das die richtige Syntax? Habe ich es gespeichert? Ja gut, dann hat es irgendwie nicht so dolle. Moment. Okay, ich habe es nicht gespeichert und ChatGPT versteht es nicht mehr. Aber im Grunde, das ist eine Möglichkeit. Also ich hatte, mal gucken, in einem älteren Dokument. Das Ergebnis. Also, ich kann zu Quizen gehen. Ich kann mir das kurz durchgucken. Also, gestern hat es komischerweise noch funktioniert, aber im Grunde, wie viele Schritte braucht man beim Kochen von, oder was ist der erste Schritt beim Kochen von Buchstabensuppe? Wasser kochen. Und hier bekommt man ein, also so die Syntax für Single Choice. Ihr könnt dann praktisch dieses prüfen. Ich glaube, Gewürze hinzufügen. Nein, ist es nicht. Was ist die Auflösung? Ach, Wasser kochen muss ich als allererstes. Man kann damit immer komplizierter werden. Mehrfach antworten hier bei den Texteingaben. Da müsste man natürlich das vielleicht ein bisschen umschreiben, dass es vielleicht nicht großes heißes oder mehrere Optionen dann vergeben. Aber was auch möglich ist, sind diese Lückentexte. Jetzt praktisch zum Kochen von Buchstabensuppe benötigen Sie. Jetzt ist da vielleicht das nicht direkt ersichtlich, aber im Grunde ist es dieses einfache Pattern, das immer wieder genutzt wird und daraus kann ich jetzt diese Informationen, Lückentexte oder sämtliche Formen von Quizzen. Man kann das Ganze auch als Matrix-Quiz noch, Single-Choice-Lückentexte oder mit mehreren Wahloptionen ausgeben, aber ja, das ist so diese Grundlage oder diese eigene, die eigentliche Struktur einfach nur für Quizze, wieder sich Markdown ähnlich wiederholendes Pattern. Hat man das verstanden? Geht das? Ja. Und dann, wo wir bei KI waren, das jetzt nicht funktioniert hat, sondern das hatte gestern funktioniert, versuche ich es mal aus ChatGPT heraus. Das machen wir. Generiere hier ein Sequenzdiagramm zum Kochen von Buchstaben. Super. Also die Idee ist halt, dass man auch ChatGPT kann auch unter gegebenen Umständen auch malen, sowas wie ASCII-Art-Diagramme ausgeben. Genau, das sieht hier nicht besonders aus. Ihr könnt euch aber dieses ASCII-Art-Diagramm dann tatsächlich kopieren. Und ich mache es mal ins Diagramm rein. Also für ASCII-Art gibt es eine extra Notation. Drei Backticks. ASCII. Gucken, ob das funktioniert. Ja gut, hier müsste man noch mit den Leerzeichen noch ein bisschen spielen, dass das in dem Sinne passig ist, dass die auch übereinander sind. Aber es kann nicht nur Code generieren, es gibt auch verschiedene so Plant-UML oder die Formate für UML oder zum Zeichen, was das kann, ChatGPT auch. Und diese Sachen könnt ihr auch dann praktisch in via Skript dann tatsächlich kopieren und direkt nutzen. Ich zeige das nochmal kurz. Wo hatte ich es? Das ist
Also gestern hatte mir ChatGPT komischerweise als erstes in dieser Syntax das Resultat geliefert. Da habe ich aber A, das sieht ja aus wie Plant UML. Und da gibt es in VS-Script eine Erweiterung, ein Makro, das ich dann einbauen kann. Das heißt add plant UML SVG. Also muss ich bloß hier oben drüber schreiben. Kopiere diese Syntax oder diese Plant UML Syntax hier rein. Und er interpretiert das alles als einen Block, den er dieser Funktion übergibt. Und dann entsteht diese Darstellung. Die ist jetzt nicht perfekt oder richtig, aber es ist auch eine andere Möglichkeit, wie ich jetzt wieder Diagramme erzeugen kann. Also entweder direkt, indem ich mit Plusen und Minusen die Sache male, was natürlich auch den Vorteil hat, wenn ich das auf GitHub hochlade. Jeder kann das Bild sofort editieren, übersetzen, verändern, was ich mit einem PNG nicht direkt kann. Also dann brauche ich wieder ein Zeichentool, in dem ich dann die Sachen dann ausmale, verschiebe oder vielleicht übersetze. Also das ist so eine Möglichkeit, dann auch Bilder zu erzeugen. Das kopiere ich dann alles noch. Genau, so viel zu Fragen und Quizzen. Hat noch jemand Fragen dazu erstmal? Oder? Genau, das heißt, jetzt wollen wir das Ganze für den Informatikunterricht nutzen. Jetzt wollen wir auch ein bisschen programmieren. Das heißt, das Einfachste, hier hatte ich dieses Programm schon mal eingefügt. Jeder, der sich ein bisschen mit Programmierung auskennt, der sieht, dass das nach JavaScript aussieht, JSON Stringify. Das wird aber hier als Text einfach nur dargestellt. Das heißt, oder Markdown, JavaScript muss ich noch sagen, dass das ein kompletter Text-Code-Block ist, den er nicht irgendwie anders zu rendern hat, sondern das soll als Code-Block übergeben werden. Hier muss ich wieder diese drei Backticks, drei Axons davor und dahinter schreiben und kriege jetzt diesen Code-Block tatsächlich so gerendert, wie mit den jeweiligen Einschüben, die ich dann vorgegeben habe. Das sieht natürlich noch nicht schön aus. Was ich mache? Mach es mal ein bisschen größer. Jetzt hier fehlt natürlich, muss Markdown, JavaScript noch sagen, was das Ganze ist. Das ist zum Beispiel JavaScript-Code. Dann wird das hier schon angezeigt. Und hier habe ich ein schöneres Syntax-Highlighting. Was ich auch noch machen kann in JavaScript, ich möchte zum Beispiel Mengenrechner.js. Ich kann meinem Dokument auch einen Titel geben. Das ist jetzt auch nicht gerade fancy. Oder, ja, ich habe den Editor, hier ist ein bisschen Code. Aber schön wäre es doch, wenn es JavaScript ist, warum kann ich das nicht gleich ausführen? Und hier gibt es die Idee dieser assoziativen Skripte, die wir in dem Sinne hatten. Also Script kann auch direkt als natives Element, also der Tag oder JavaScript, in VS-Script genutzt werden. Entweder der steht irgendwo im Dokument als zwischen dem Text, macht eine kleine Berechnung, ob es eine Datumsberechnung ist irgendwie. Seit dem so und so vielten sind 10 Tage vergangen. Das heißt, wenn ich mein Dokument in 2 Jahren wieder öffne, steht da das falsche Datum oder die falsche Zeit dahinter. Aber ich kann wirklich mit Datumsrechnung zum Beispiel immer dafür sorgen, dass das aktuelle, die aktuellen Zeiten, vielleicht die Werte von Dollar oder der aktuelle Wetter, Temperaturdaten in dem Bereich und sowas tatsächlich übergeben werden. Und hier bei diesen Codeschnipseln gibt es die Möglichkeit, ich hänge einfach ein Script-Tag dran. Das heißt, Script. Und jetzt muss ich ihm noch sagen, also das soll im Endeffekt ausdrücken, wie ich das Ganze zu interpretieren habe. Weil es ja ein Script-Code ist, muss er eigentlich nichts machen, sondern kann es direkt ausführen. Das heißt, hier gibt es so eine Makronotation, die wir haben, add input. Das heißt, der Input vom Codefeld, was hier auch immer, soll direkt ausgeführt werden. Das ist der Inhalt dieses Skriptes. Wenn er das ausführt und speichert, dann sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Und wir können jetzt tatsächlich hier, ich mache es mal ein bisschen größer, rechnen. Aha. Das heißt, ich habe jetzt hier das Rezept übernommen für 4 Personen, die Zutaten mit den jeweiligen Mengen. Und wenn ich das hier drinnen zum Beispiel verändere, ich möchte es jetzt für 40 Gäste haben, dann ändere ich einfach diese Variable und das ist nur im Editor so.
40 Gäste ausgeführt, 10 Gäste ausgeführt. Und hier ist die Idee, hier ist so ein kleiner Zähler. Das heißt, alle Versionen, alles was ihr hattet, wird in so einer linearen Version zurückgegeben. Ich kann, wenn ich jetzt hier zurückgehe, sehe die alte Version, könnte die jetzt wieder modifizieren oder bin der Ursprungsversion, wo es nichts gab. Hier wurde noch kein Code ausgeführt, hier wird das jetzt ausgeführt. Ich kann zwischen diesen Versionen hin und her springen, habe gemerkt, Fehler gab, unexpected, okay, ich gehe wieder zu einer Version zurück, wo es funktioniert hat und kann die wieder als Grundlage nutzen. Und wenn ihr euer Dokument später mal auf, also wenn ihr sagt, so, jetzt ist es fertig, Version 1.0 irgendwas oder alles, was höher als 1 ist, setzt, dann werden diese Zustände von Quizzen, von Codebeispielen, die ihr gemacht habt, die werden dann auch aktiv oder live im Browser gespeichert. Das heißt, wenn der Nutzer irgendwann darauf zugreift, die Sachen, die Zustände bleiben erhalten. Vorher alles, was mit Version 0 beginnt, sind immer nur so Developer-Versionen. Das heißt, es wird auch geladen, der Inhalt wird auch gecached, aber es wird jedes Mal immer abgeglichen, hat sich der Inhalt geändert oder hat sich die Version geändert, dann lade ich den Kurs nochmal. Und bei den anderen ist halt ja ein bisschen sicherer, in dem Sinne, dass nicht so viel kaputt gemacht werden kann, wenn man dann diese Versionsinformationen mit hinzugibt. Weil dann mache ich, wenn ich den Kurs komplett ändere, übergebe ich dem eine andere Versionsnummer. Ja. Soweit so, gut. So. Und jetzt ist der nächste Schritt. Ich möchte zum Beispiel nicht immer, ich hätte jetzt die Idee, ich möchte eine eigene Erweiterung schreiben. Das heißt, ich möchte zum Beispiel das Skript, das könnte auch noch zusätzliche Sachen einbetten, mehr Dateien und hier mehr Code, den ich nicht immer wieder reproduzieren möchte. Und hier gibt es in JavaScript die Möglichkeit, eigene Makros zu definieren. Indem ihr zum Beispiel sowas wie eval Doppelpunkt Skript Input Skript Input schreibt. Erkennt man das? Also das heißt, wir haben hier ein eigenes Kommando definiert, das heißt einfach nur eval und das ist einfach nur eine Textersetzung überall, wo at eval steht. Also ich kann es dir mal zeigen, wenn ich jetzt auf das ja, danke. Also alle die Sachen sind zum Beispiel, wenn ich hier at author angebe und zurückgebe, da wird der Inhalt, was dahinter steht, jeweils immer dargestellt, André Dietrich und Sebastian Zug. Das heißt, und hier für at eval, da ist das praktisch das Gleiche. Wenn wir auf euer, wenn ihr auf euer Beispiel geht, genau, dann könnte man, wo ist der Code, anstatt dieses Text, und das kann viel, viel komplizierter werden, aber es soll halt nicht kompliziert sein, dann reicht es auch at eval, das macht die gleiche einfach Textersetzung, mehr ist es nicht, und sagt dem System, wie das Ganze auszuführen ist. Wenn ich es ausführe, ist das gleiche Resultat, der gleiche Code wird ausgeführt. Und auf diese Art und Weise kann man, also die Idee ist, man kann via Skript um eigene Kommandos erweitern, ziemlich viele Sachen dann hinzufügen. Also es ist immer mit dieser Add-Syntax, der ein Befehl übergeben wird. Hier in der, ich gehe nochmal zurück, in dem Projekt gibt es auch eine Übersicht zu Templates, das sind Kurse, die können in andere integriert werden. Und hier war vorhin die Idee, dass ich Java programmieren möchte, zum Beispiel. Also das sind jeweils Erweiterungen für VS Code, 3D-Simulationen, Schaubuch ist ein bisschen programmierlastig, unterschiedliche Sprachen. Aber ich mache mal ganz kurz, weil ich das fancy finde. Hier ist ein JavaScript-Kurs, der
es erlaubt, diese ABC-Musik zum Beispiel einzubetten oder in ABC-Notation zu nutzen, um Noten zu erstellen, die dann auch abgespielt werden können. Und im Grunde ist es diese, also jeder Kurs sollte, wie ich auf diese RAW-Datei gehe, selbsterklärend sein. Hier so ein paar Zusatzsachen, hier wird noch eine Bibliothek nachgeladen, wie was zu rendern ist, das geht dann aber zu tief, aber die Idee ist halt, was ich möchte, dass ihr nur mitnehmt, ich brauche diese URL, ich gehe in meinen Kurs, kopiere die euch mal rein, ganz nach unten. Und dann braucht ihr nur einen Import Doppelpunkt, also ein anderes Kommando. Das heißt, das könnt ihr nehmen in euren ursprünglichen. Ich kopiere das. Ja, okay, ein bisschen. Geh hoch. Importiere das, also dieses Dokument mit den Funktionalitäten, die implementiert werden, mit den JavaScript-Bibliotheken, die es gegebenenfalls gibt. Und wenn ich das speichere und neu lade, passiert noch nichts, weil ich. Idealerweise sollten die Sachen erklärt werden. Hier ist zum Beispiel, dieses Beispiel kann ich mir direkt rausnehmen, rauskopieren. Dann diesen Codeblock ist auch wieder ABC Musik und dadurch, dass wir hier oben das Makro angeben, heißt das nur, ich möchte, dass das live gerendert wird und zeige es mir halt an mit Block zum Spielen. Also man könnte das immer wieder als, ich kann die Notation überhaupt nicht. Man sieht, wir haben das Ganze verändert, unser Musikinstrument oder so. So genau, das ist jetzt mein Wissen. Man kann das, also gibt es unterschiedliche Sachen, das noch zu verwenden. Also hier nehmen wir das nur als Codeblock, wenn wir es ausführen möchten, dass der Student die Möglichkeit hat, das Ganze zu erweitern. Ja, was ist, müssen wir schließen kurz. Dann gibt es dieses eval-with. Das heißt, das muss ich einfach nur wieder unten dran hängen. Das hängt wieder ein Script-Tag unten dran, unten drunter, das ein bisschen komplizierter ist. Wenn ich das speichere, dann habe ich hier, oh Wunder, meinen Editor wiedergegeben und kann den praktisch auch ausführen. Und hier ist dann, habe die Noten dann hier drin. Und so hat der Student, wie auch immer, oder der Studierende, also die Möglichkeit dann praktisch selber zu komponieren und das wie Code zu benutzen oder zu erweitern. Es gab noch einmal die Sache für, achso, der ist bei ja, Script Code Runner. Also hier gibt es den Code Runner, das ist genauso ein Projekt von uns. Hier kann man es zum Beispiel besuchen. Werden verschiedene Programmiersprachen dann eingebunden. Das heißt, wir haben irgendwo einen externen Server laufen, der speichert nichts, der kriegt einfach nur Code-Snippet geschickt. Also ist in diesem Codeblock, der drunter geschrieben wird, steht einfach nur, sende das an Server XY, der führt das aus, gibt das Resultat zurück oder wenn es noch läuft, dann, dass man über eine WebSocket-Kommunikation dann praktisch noch Eingaben machen kann. Und dann war zum Beispiel der Java-Code, genau dasselbe. Ich mache meinen Codeblock mit Java, hänge einfach nur diese URL, importiere die. Also ich könnte jetzt eine Musik und einen Java-Kurs machen in einem. Das heißt, ich importiere die Sourcen und möchte gern das. Enter ist mein Stop. Ich mache hier mal Enter as the. Da gibt es nur wieder zurück.
Achso, ich muss Stop eingeben. Und habe dann praktisch dieses Java-Beispielprogramm ausgeführt. Also es ist immer wieder diese gleiche Idee. Ist das klar geworden oder diese oder die Idee? Oder wie es. Wir müssen die Syntax dann nochmal sehen, aber die Idee. Genau. Das heißt, wir können das auch einfach für. Ich kann es hier mal kopieren. Also ich importiere wieder bloß dieses Markdown-Dokument. Gehe wieder rein. Das heißt, das können wir auch so einschieben. Also wir binden jetzt zwei Sachen ein, den Code Runner und das Dokument, das die Musik rendert. Jetzt machen wir ein. Ich mache es mal hier. Java. Ich kann leider kein Hello World Java aus dem Kopf. Ich kann wahrscheinlich die wenigsten. Beispiel. Ist das richtig eingeschoben? Ja. Und hier oben steht der Befehl. Also hier ist ein bisschen, also man kann diesen Befehlen, den Makros auch Parameter übergeben oder man kann ein Makro schreiben, dass das alles zusammenfasst. Das heißt, dass ich das hier mit Default-Werten dann einfach setze und danach mache ich ein Makro, das dieses Makro erzeugt, wo alle Werte schon vorgegeben sind. Also ich glaube, dafür gibt es auch ein einfaches. Add. So, also den Namen muss ich wegen der Klasse immer trotzdem noch vorgeben. Das muss dieses matchen. Das könnte man aber auch automatisch herausfinden. Das heißt, add via Java, wenn das klappt. Eigene. Wenn es funktioniert, haben wir das hier, das Resultat oder das Ergebnis, führen wieder diesen Java-Code aus. Stop, Enter, bis das ganze Programm abschließt. Aber es gibt nicht nur zum Programmieren Bibliotheken, es gibt auch andere für 3D-Visualisierung oder R-Frame oder für zur Darstellung von chemischen Molekülen oder viele weitere. Und ich hoffe, es kommen noch viele dazu. Soll ich das kopieren? Ich kopiere das nochmal. Ich werde das Dokument auch im Projekt nachher nochmal updaten, sodass meine Notizen dann für euch ersichtlich sind. Hier ist das geupdatete Import. Also das eine Template wird geladen, das andere Code Runner und das Code Schnipsel für. Sieht dann so aus. Also, aber die Idee ist bei den Templates, die sollten so ein bisschen selbsterklärend sein. Welche Makros gibt es? Wir werden die eingebunden und jedes Template kann auch direkt als. Was gibt es denn Interessantes? Als Kurs dann direkt mit, indem ich mit LiaScript die aktuelle README dann teile, ist die auch selber wieder ausführbar. Hier wird oben beschrieben, wie ich halt mit dieses 3D-Molekül dann generieren kann für den Chemieunterricht oder eine Beschreibung. Oder ja, also wenn es Bibliotheken gibt oder Dienste, auf die man zugreifen kann, JavaScript-Bibliotheken, dann kann man das Ganze auch in LiaScript integrieren, importieren und das mit diesem Makro-Add irgendwas dann diese ganze Sache selber erweitern. Soweit so. Genau, und kann dann alles, was der Browser halt hergibt, auch tatsächlich nutzen. Also ich will jetzt, so ist praktisch, irgendwie binde ich das Projekt ein. Ich muss halber Entwickler sein, um das nutzen zu können, aber so ist es halt, war die Idee, das komplett wegzuabstrahieren, dass man wirklich nur einfache Kommandos in dem Sinne hat und dann
die ganzen Simulationen vielleicht oder was auch immer man integrieren möchte, dann parametrisiert dann einbetten kann. Genau, das Teilen von Kursen. Also ich könnte ja mal, also eine Sache hatte ich schon gezeigt, mal gucken, ob das funktioniert. Also was möglich ist, wenn ich jetzt, ich kann das Ganze als Markdown-Datei einfach herunterladen, speichern, weitergeben oder wie Sebastian das gesagt hat, per E-Mail verschicken. Die Leute müssen es dann einbetten. Genau, oder eine einfache Möglichkeit, weil wir versuchen wirklich, die Sachen protokollagnostisch zu sein. Das ist aber schon ein größeres Projekt. Aber das ist praktisch gezippt. Der komplette Inhalt dieses Kurses, den ich jetzt erstellt habe, das ist eine ziemlich lange URL. Also wenn man das bei, ich glaube, WhatsApp eingibt, dann wird er das abschneiden. Manche Dienste erlauben das in dem Sinne. Aber mal gucken, ob es funktioniert. Genau, jetzt habe ich praktisch den gesamten Kurs, ohne dass ich ihn irgendwo speichern musste, einfach nur in die URL gepackt und kann den, also das, die Idee ist, dass man kleine Snippets so weitergeben kann. Wenn ich jetzt kleine Hausaufgaben, irgendwelche einfachen Beispiele generiere, kann ich die so weitergeben, ohne dass ich mir die Mühe machen muss, das irgendwo zu speichern oder zu hosten, sondern einfach nur so ein schneller Wurf. Wir können ja nochmal gucken, ob die Codebeispiele noch drin sind. Mal wieder Musik. Jo, funktioniert noch. Programmieren kann ich auch noch. Also das ist eine Möglichkeit. Da ist aber, wie gesagt, der Platz begrenzt. Und die andere Sache ist, wir das am meisten machen. Also man könnte es direkt, wenn man GitHub-Login hat, auch als GIST exportieren. Das heißt, das ist einfach nur eine Textdatei, die irgendwo lokal gehostet wird. Das Ganze, das jetzt nicht abschrecken lassen, ich muss bloß einfachste wäre tatsächlich, indem ich mich auf, wir haben das Projekt schon mal erstellt, brauche ich nicht über den Editor zu machen, auf GitHub unter Lia Playground Delphi Workshop. Da ist mein Kochbuch. Das Original lasse ich mal da. Ich mache das als zweite Datei rein, dass ich hier tatsächlich auch das einfach über diese Plattform, GitHub-Plattform zum Beispiel machen könnte. Create a new file. Ich könnte meine Datei jetzt auch direkt hochladen. Wir erzeugen mal eine neue Datei. Nennen die einfach Final Kochbuch.md. Und kann, also wie gesagt, ich könnte A. Passt. Create file Kochbuch.md, Changes. Jetzt haben wir hier eine neue Datei. Und wenn ich die wieder mit euch teilen möchte, dann brauche ich auch wieder bloß diese RAW-Datei, die URL auf das Textdokument, wo auch immer das liegt, und hänge das an. Via Skript, also Kurs, Fragezeichen und dann die URL einfach dahinter. Mehr ist es nicht. Das heißt, die Via Skript-Seite weiß, ich soll jetzt diesen Teil ziehen und einfach darstellen und interpretieren. Also das wäre jetzt mein von mir erzeugter Kurs, den ich mit euch geteilt habe. Genau, das finale Kochbuch. Und jetzt können wir versuchen, einen Klassenraum zu öffnen. Und dann haben wir 14, wir haben noch eine bis 17 Uhr eine halbe Stunde Zeit, also es müsste reichen. Das können wir ja mal als Experiment laufen lassen. Das heißt, jedes Dokument
ihr hostet das, ihr Skript ist bloß dieser Interpreter dafür. Und was wir im letzten Forschungsprojekt für kollaboratives Programmieren dann integriert haben, war diese Möglichkeit, ja, das eignet sich immer für die Vorlesung, wenn man dann draufkriegt, dass die Studenten das direkt öffnen. Aber man kann auch. Achso, warte, ich mache den Klassenraum erst auf, oder? Ja, halt diese Klassenraumfunktionalität. Und hier wird dann erklärt, dass wir auch hier versuchen, agnostisch zu sein, das heißt, verschiedene Backend- oder Web3-Technologien zu nutzen. Also man kann sich dann entscheiden, Edris wird hier nicht funktionieren. Jitsi, das muss ich nochmal aktualisieren, weil die jede jetzt gefühlt in letzter Zeit alle 2 Wochen ihre API ändern. Also man kann auf ihren Dienst kostenlos zugreifen, das als ja, Meeting Point nehmen, sodass die Leute sich im Netz treffen. Aber mittlerweile nutzen das wohl zu viele, dass sie da auch einen Riegel davor geschoben haben. PubNub ist ein kommerzieller Anbieter, man kann sich dabei kostenlos registrieren und hat ein riesengroßes Kontingent eigentlich an Daten, die wir hin und her schicken können. Und eine Möglichkeit ist dieses GANDB als Echtzeit-Datenbank, das heißt, ich generiere mir, ich wähle das als Backend, kann jetzt zufällig, also irgendwie ein, wie auch immer, Raumnamen generieren. Das heißt, wir müssen uns irgendwo treffen und das wäre dann hier ein kostenloser Dienst, den jemand ins Netz gestellt hat. Also peerbolly.io/gun. Das heißt, ich versuche mich mal zu verbinden. Das scheint geklappt zu haben, weil hier habe ich dieses Chatfenster. Und wir können es auch mal, ich kann die URL ja auch mal mit euch teilen. Was macht es mit dem Telefon? Ja, ich teile gleich die URL. Also praktisch hier ist auch die gesamte Konfiguration, welches Backend genutzt wird, wo der Kurs liegt, ein Passwort genutzt wird oder nicht. Das steht in dieser URL. Bisschen kryptisch oder sowas drin. Also ich hoffe mal, das klappt. Parallel. Moment, hier muss ein bisschen kleiner werden. Genau, dann kann man das je nachdem, wie die Auflösung ist, gerade parallel nutzen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel auf, habe ich die Quizze. Hatte ich natürlich keine Quizze eingefügt, also die sind jetzt nur im Code, aber wir können ja mal sowas machen wie oder eine Umfrage gestalten hier mit hier. Also der Chat, der funktioniert auch oder mit LiaScript Syntax. Das heißt, hier könnten wir tatsächlich auch Umfragen erstellen, wie gefällt LiaScript. Und jetzt wäre hier die als Single Choice, wir geben dem mal gut. Gefällt mir. Und ja. Also die Idee bei Quizzen ist, da gibt es ein X. Ansonsten gibt man bei Umfragen Optionen vor. Das können Zahlen sein, 1 bis 0, die werden dann anders dargestellt. Oder ich gebe halt einfach so Good, Bad, Intermediate oder irgendwas anderes. Wäre eine, geht so. Das machen wir als letztes.
nicht. Gar nicht. Kann ich an euch jetzt. Und jetzt müsste bei euch so ein Dings auftauchen, diese Umfrage. Und jetzt kann ich mir zum Beispiel, der sagt, das gefällt mir, er schickt es, ist jetzt ein Voting, der sagt hier, es geht so. Genau, jetzt haben wir, es dauert, es ist alles ein bisschen verzögert, weil die Kommunikation, also zwischen den Browsern jetzt passiert oder sowas oder in diesem Dings. Also genau, und wenn jetzt Nutzer XY, also ich verlasse zum Beispiel diesen Klassenraum mit 5 Leuten, ich disconnecte mich, dann seht ihr, dass dieser Zustand sich, habt ihr es gesehen? Verändert hat, ich versuche. Das heißt, genau, also ich bin mit meinen Daten, ich betrete mit meinen Umfragen, die vielleicht schon gespeichert sind im Kurs, den Raum, teile das komplett anonym und wenn ich rausgehe, gehe ich auch wieder raus. Also so die Idee. Also dass ich halt kurz mit Leuten kollaborieren kann oder interagieren. Und wir hatten ja diese Codebeispiele. Da hakt es leider noch ein bisschen. Achso, der muss erstmal wieder zum Klassenraum hinzugefügt werden. Jetzt hat er wieder mit seinen Daten ist er mit. Hier gibt es jetzt den kollaborativen Modus. Das heißt, Quizze, Umfragen, Chat, also ihr könntet hier auch tatsächlich sowas wie, wenn ich das habe, also die ganze, ja, den ersten, nicht nur den Link teilen, sondern auch den, wir haben es gelernt, Ausrufezeichen, Fragezeichen, Link, YouTube, das verschicken und hat dann das Video, das dann abspielbar ist. Und diese ganze, alle Möglichkeiten von, also dem Chat oder dem Interpreter ist es egal. Also der parst einmal den Kurs und der parst einmal die Chat-Anfragen oder diese Chat-Nachrichten. Also das ist das Gleiche. Und hier habt ihr bei diesen Möglichkeit, also ihr könnt auch dynamisch neue Codeschnipsel hier generieren, mit dieser Backtick-Backtick-Syntax und die ausführbar machen. Das heißt, ich kann jetzt hier meinen Code reinschreiben, achso, mach mal Stop. Oder wir gehen mit dem auf eigene. Wir können diesen kollaborativen Modus wechseln. Das heißt, hier können dann alle Autoren hier ist ein bisschen hakelig. Ja. Also manchmal verschluckt er sich bei so ein bisschen viel Übergaben, da sind wir aber noch hinterher. Aber das ist so eine Möglichkeit, dass Studenten dann mit ihren Lösungen dann auch tatsächlich ja, die Vorschläge, also die trauen sich das jetzt nicht zu sagen, aber anonym oder vielleicht einer meldet sich und der präsentiert halt seine Lösung. So, Fragen? Also wie gesagt, also dieser kollaborative Modus, der wird auch gelöscht, wenn alle weg sind. In dem Sinne, aber man kann auch immer wieder raus, ach, das interessiert mich gar nicht, was die machen und entwickle für mich selber die Sachen dann weiter oder sowas. Also das war so eine, also die Kollaboration gibt es auf Quizze, Umfragen und Code-Ebene. Und wenn man jetzt Sprache oder Video haben möchte, dann muss man sich natürlich noch um einen externen Dienst oder irgendwas anderes, das können andere viel, viel besser als wir machen. Also wir versuchen wirklich nur, dass dieser JavaScript interne Zustand zwischen den Nutzern dann also geteilt werden kann. Fragen. Genau. Was? Noch jemand fragen? Ich kann höchstens noch eine Sache zeigen. die hat dann nichts mit dem Quiz zu tun, aber mit dem GitHub, was der Vor- oder was ein Vorteil ist, wenn ich auf github.com Lia Templates, ach nee, Lia Playground gehe und diesen Delphi-Workshop öffne, also der eine Editor, den wir am Anfang gezeigt haben, dieser Live-Editor, der auch diesen Zustand im Browser speichert, der ist halt so. Für den Einstieg ist er gut, aber wenn ich jetzt professionellere Projekte mit, die vielleicht mehrere Dokumente beinhalten, wo ich die Bilder lokal hosten möchte, wo ich dann auch Code in verschiedenen Dateien haben möchte, also dass man das hosten möchte, also entweder man macht das selber
auf seinem Rechner, indem man sich VS Code oder einen anderen Editor installiert. Aber es gibt auch so auf GitHub die schöne Möglichkeit, also entweder ich drücke auf einen Punkt, wenn ich hier auf einen Punkt drücke, oder ich, der macht nichts anderes als beobachte hier github.com. Das wird in dev umgewandelt und hier kriege ich diesen VS Code Editor praktisch mit geschenkt oder obendrein. Das dauert ein bisschen, bis alles geladen und installiert ist. Und hier habe ich dann auch Zugriff auf meine Final Kochbücher. Und hier gibt es die Möglichkeit, diese bei den Extensions, wenn ihr hier nach LiaScript sucht, dann gibt es diesen LiaScript Preview Web. Da gab es wohl ein Update, den muss ich nochmal laden. Und das ist der gleiche Vorschau-Modus wie in diesem anderen Live-Editor, den ihr gesehen habt. Also wenn ich jetzt mein Dokument mit, ich weiß immer nicht, ach F1, LiaScript Toggle oder Alt-L ist die Tastenkombination. Sieht man das? Also F1, tipp, tipp, tipp. Dann dauert es kurz. Dann habe ich auch hier tatsächlich diese Vorschau, könnte Buchstaben, Suppe, Version 2, drücke wieder Ctrl S und dann wird das Ganze neu geladen. Und hier habe ich halt die Möglichkeit, dann wirklich mehrere Bilder, mehrere Dateien, Unterverzeichnisse, sowas einzubinden, bin aber trotzdem nur im Browser und muss da nicht selber installieren oder hosten und kann dann von überall drauf zugreifen. Also das ist dann noch so eine erweiterte Möglichkeit, dann Lehrinhalte vielleicht mit LiaScript zu erstellen. Jetzt sind wir so ziemlich am Ende. Also wollen wir diese Fragen, falls noch Fragen bestehen. Ansonsten schließe ich die Aufnahme und wir können ja so dann uns unterhalten, falls dann irgendwelche, falls Interesse noch besteht.